Du wirst mich nicht mehr reinlegen, elender Scheißkerl. Hörst du das, Arschloch? Das war's. Da bist du ja. Ständig sitzt du mir im Nacken. Wo ist der Doc? Larissa, sie hat mit mir Schluss gemacht. Ich weiß nicht, wo sie ist. Vielleicht ist sie tot. Aber was ist mit Molotov? Er hat Setschinov doch nicht geglaubt. Molotov ist tot. Dann ergibt alles Sinn. Was ergibt Sinn? Kollektiv wird aktiviert und das bedeutet das Ende von allem. Was? Davon, dass Roboter kontrolliert werden sollten? Du hast doch das verdammte System erschaffen, Arschloch. Ich konnte doch wirklich nicht ahnen, was Setschinov damit vorhat. Im Gegensatz zu dir wollte er niemanden damit töten. Ach, wirklich? Und das glaubst du? Warum haben diese friedlichen Roboter dann all die Leute massakriert? Weil du sie umprogrammiert hast, deswegen! Meinst du das ernst? Ahnst du überhaupt, wie unglaublich lang es dauert, einen funktionsfähigen Algorithmus für einen einzigen Roboter zu schreiben? Und hier gibt es Dutzende Modelle! Ja und? Der Kampfmodus wurde ihnen schon während der Design-Anfangsphase einprogrammiert. Natürlich dachte niemand, dass er hier in der Sowjetunion aktiviert werden würde. Und zwar durch mich. Aber ich kann dir versichern, dass Setschinovs Pläne noch viel, viel schlimmer sind. Er muss gestoppt werden. Blödsinn! Ich hab genug von dem Scheiß. Du sagst mir jetzt sofort, wie man den Kampfmodus der Roboter beendet. Tut mir leid. Das wird nicht passieren. Doch wird es. Ich habe bereits alles in Gang gesetzt. Aufhören! Es wäre unser besonderer Tag gewesen. Ich wollte am Tag des Kollektivstaats um ihre Hand anhalten. Und es wäre hier in diesem Theater geschehen. Wie symbolisch. Pass auf, deine Hände! Gib dies, Larissa. Witzbold, diesmal bist du definitiv tot. Scheiße. P3 an Chelomei, bitte komm. Chelomei. Endlich! Hast du Viktor? Petrov hat sich auf kreative Weise umgebracht und ich konnte ihn nicht aufhalten. Mist! Ist sein Kopf intakt? Ja, ich sehe ihn hier vor mir. Bewahr den Kopf sicher auf. Ich schicke einen Spezialbehälter. Leg ihn rein, der Rest läuft dann automatisch. Falsch. Schon wieder falsch. Bedauern und Selbstmitleid sind dein Schicksal. Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zur großartigsten Darbietung der Welt! Erleben Sie das Debüt eines aufsteigenden Sterns! Und seien Sie vorsichtig, die junge Dame ist recht schüchtern. Aber das biegen wir schon hin. Wobei ja nichts gegen eine Abweichung von der Norm einzuwenden ist. Es ist mir eine große Freude, Ihnen Natascha zu präsentieren. Zeig mir, was du drauf hast.
Genosse Major, du... Nicht jetzt. Lass uns eine Weile schweigen, ja? Sergei, hast du Petrovs Leiche durchsucht? Hast du irgendwelche Goldringe gefunden? Nein, Petrov hatte nichts dabei. Sehr gut. Melde dich sofort im Pavlov-Komplex. Jawohl, bin schon unterwegs.